Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich winke mal mit der Fackel euch zu und will sagen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folgerunde. Bitte seht es mir nach, dass ich in der vorigen Folge nicht auf die Schatzkarte der Katakomben geguckt habe. Das ist mir erst am Ende eingefallen. Das machen wir jetzt mal. Okay, Quest suchen. Das ist ja lustig. Ja, Moment. Der Pfeil ist da, links, ganz weit links. Und das kennen wir. Wo ist denn jetzt der Schatz eingetragen? Ist das das mit dem E? Nee, das ist der Hintergrund. Schatzkarte Katakomben. Kann da kein Kreuz oder sowas entdecken. Also es ist ja wieder dieser große, das große Mittelschiff, ne? Ja, das ist das große Mittelschiff. Ja, da muss jemand wahrscheinlich noch einen Kommentar dazu schreiben, weil ich das X nicht gesehen habe. Oder sollte es da vielleicht... Moment mal, ich gehe mal auf einen dunkleren Hintergrund. Vielleicht habe ich das ja auch irgendwie übersehen und holen mir nochmal die Schatzkarte. Vielleicht... Ach! Leute, Leute, Leute. Logbuch. Da haben wir es. Schatzsuche in den Katakomben. Diese Schatzkarte zeigt mir den Weg zu dem Schatz des Herakles, der sich in den Katakomben von Uga befinden soll. Der zeigt mir den Weg. Dann zeige mir doch mal den Weg, bitte sehr. Wo ist denn jetzt der Weg? Entweder bin ich dumm. Also das mit dem Pfeil lasse ich mal außer mir. Oder irre ich mich da? Nö. Da bin ich wohl zu Panne, das zu erkennen. So, es gab aber noch eine Tür, die verschlossen war mit dem breiteren Schlitz. Muss ich nochmal gucken. Hier war doch auch die Tür. Die konnten wir öffnen. Richtig. Weil ich muss ja noch irgendwie zu dem Geist hin. Oder zu der Gruft, besser gesagt. So, die war es. Genau, mit dem größeren Schlitz hier, die ist verschlüsselt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, die Tür ist verschlüsselt, auch gut. Hehe, jetzt brauche ich... Ah, echt. Akrobatik. Unbeabsichtigt. Jetzt brauche ich echt noch einen Tipp. Ja, nach meiner kurzen Überlegenspause habe ich mir überlegt, dass ich doch wieder zurück nach Uga fetze. Und, mal hier gucke, ob ich den Iskra befreuen kann und noch ein paar Rezepte kaufen, ne? Also Tomatensuppe und Bananenkompott. Das werde ich jetzt mal machen mit dem Teleportstein. So, erstmal die Fackel wegstecken und dann zurück nach Uga. Dann werden wir uns an den Ständen wieder treffen, obwohl das gar nicht so groß ist hier. Ach ja, Moment mal, ich werde mir mal hier notieren, wer Wichtiges alles ist. Hier auf meiner Karte zum durstigen Assassinen. Aber der Miek... Moment mal, hier ist die Tür auf. Ist keiner drinne. Da war doch noch ein Miko oder Mirka. Auf jeden Fall ist hier mehr los, das weiß ich. Aber wahrscheinlich ist es zu spät. Genau, richtig. Es ist zu spät. Deswegen... Hier ist Pedro gewesen. Den haben wir aber schon weggeführt. Und... ja, das weiß ich. Das brauche ich nicht aufschreiben. Das weiß ich auch. Ich möchte ganz gerne mal eine Runde pennen. Das mache ich mal wieder im Freien. Ich übernachte gerne im Freien. Ja, dann machen wir sie da am nächsten Morgen und dann hoffe ich doch, dass meine Händler da sind. Okay, meine Karte, ne? Mal schön aufschreiben. So, und dann die Tomaten hatten wir ja zurückgekauft. Branko, hey. Hast du endlich mal was für mich? Nein, hat er nicht. So, dann Iskra. Tabor wird bald Uga sein. Wirklich?
Bringt er auch viele Fälle mit? Ja, klar. Ja, du wirst zufrieden sein. Sehr gut. Diese Nachricht ist Gold wert. Hier hast du deine Belohnung. Und Torres werde ich melden, was du für mich getan hast. So, das ist doch schon mal ein Pluspunkt, ne? Gucken wir noch mal ins Logbuch. Gibt's denn hier... Warte mal, Löwenjagd. Der ist bestimmt eventuell... Ja, hier, der Löwenjäger. So, ich habe Iskra mitgeteilt, dass Tabor bald zurückkommen und dafür 50 Goldstücke erhalten. Zipf. Ja, wo bist du denn? Komm mal endlich an hier, du Händler. Bahau. Warte mal. Ich hab noch nicht auf. Moment, es wäre verdammt schwierig sein. Oh, verdammt schwierig. Zeig mir deine Ware. Mir vorher gar nicht aufgefallen. So. Wichtig ist, hier sind ja leckere Töpfe, Apfelkompott. Aber mir ist es wichtig, dass ich mal hier. Warnung eines Toten. Der Brief eines Toten? Kann ich mich jetzt nicht. Hier, Rezept Bananenkompott, weil die bringen auch Stärke, wenn ich die Bananen einzeln esse. Dann mal von vorne. Rezept Fischsupp, Fleischsupp habe ich. Käsesupp, Wurstsupp. Oh, ach, shit. Auch Tomatensupp. Rote Wurstsupp geht. Moment mal, runter. Tomatensuppe, da ist er. Kräftige Schinkensupp. Wurstsupp haben. Okay. Dann werde ich mir mal die Rezepte durchlesen, sonst kann ich sie nämlich nicht zubereiten. So, das werde ich natürlich jetzt im Schnellverfahren machen und überspringe das. So, dann habe ich mich hier positioniert. Rezept Bananenkompott. Lecker, lecker, lecker. Für einen Bananenkompott benötigt man lediglich 10 Bananen und eine Flasche Wasser. Das Ganze wird dann im Kessel zubereitet. Kaltstellen. Meister Rosini, nicht Rachini, ne? Dann gucken wir uns mal das nächste Rezept an. Das ist die Bananensuppe. Tomatensuppe. Bananensuppe mal. Vorher. So, um einen Teller Bananen, 10 Tomaten, etwas Salz und eine Flasche Wasser. Das Ganze muss im Kessel. Okay, dann machen wir das. Irgendwo mal, wenn ich einen Kessel zufällig finden sollte. Wo wollte ich hin? Den Löwenbändiger haben wir erledigt. Ich speichere mal. Und ich erlaube mir mal den Umstand, mal zurück zum Tabor zu gehen, mit dem sich das hier alles aufgebaut hat. Und wir mal kurz mal einen Kreis ziehen hier, damit wir hier alles einrennen. Und dann renne ich zu Tabor im Schnellverfahren und mal gucken, ob er auch zusätzlich noch was sagen wird. Ich weiß es nicht. Ja, Iskra habe ich ja erzählt. Mal gucken. Hey du. Will mal gucken, ob da was ist. Okay, wie lange wollt ihr noch bleiben? Hatten wir ja schon mal gehabt. Keine Ahnung. Aber ein paar Tage werden es sicher noch sein. Solange wir da sind, kannst du... Ja, ich habe euch ja besucht. Ja, okay, da wird nichts weiter kommen, denke ich mal. Ja, nö, da wird ein Flavortext kommen und das war's. Ich weiß, hier gibt es noch ein paar Tierchen. Apropos Tierchen, wie sieht's mit meiner Potenz aus? 60 Lernpunkte. Mhm. Ich muss sparen, sparen, sparen. Oh, fahren wir wieder, fetzen wir wieder mal nach Uga. Und gucken uns noch mal im Logbuch an, was wir haben. Im Hinterkopf habe ich nämlich noch irgendwas mit Sklavenjägerhunde. Und zwar bei der Oase. Genau, da gucken wir uns mal die Oase an. Die befindet sich natürlich auf der anderen Seite des Tores, indem ich da mal im Schnellverfahren... Habe ich einen Oasenstein? Nee, ne? Werde ich gleich sehen. Ich überspringe das mal. Ich bin jetzt direkt hier vor dem Anfang der Oase und einen Oasen-Teleportstein habe ich nicht. Ich gucke mal und stoße mal dazu, aufzeichnungstechnisch, ob wir dann auf die Sklavenjägerhunde nochmal treffen. Weil ich hatte ja zu Anfang, als ich zum ersten Mal in der Oase war, schon welche umgebracht. Da war ja auch so ein Sklavenjäger. Punkt da, wo dann so 3 Leute da gehockt haben. Ja. Wo war denn das? Na, ich überspringe das. Nein, hier sind noch ein paar Löwen und Löwinnen zu erledigen. Die lassen wir erstmal außen vor. Gucken mal, wo dann die Sklavenjäger sind. Die müssten hier irgendwo da hinten in der Ecke da sein.
Schauen wir mal mit dem Pfeil und Bogen nach. Ach, hier ist ja dieses Tal da. Das Tal der Tempel. Nee, der Tempel überhaupt. Ich werde mich mal ein bisschen umgucken hier. Hier sind nicht die Sklavenjäger. Hier ist der Punkt, wo sie sind. Und wo sind deren Hunde? Dann habe ich die doch irgendwie schon gekillt von vornherein. Oder sind woanders welche gemeint? So, wen haben wir denn hier als Henrico, als Ansprechpartner? Der wird nichts mehr sagen wollen. Hey du! Und du wirst nur Flavortext machen. Hallo, lass mich in Ruhe. Ja, genau, richtig. Und zwar in aggressiven. Muss ich weiter gucken. Sklavenjägerhunde. Jetzt werde ich auf Willibert treffen. Ich hatte ja das mit der... Los, komm, ich bringe dich zurück nach Uga. Das will ich nicht. Ich will die hier lassen. Ich will sie irgendwie nach Hause bringen, aber nicht zum Sklavenlager. Das hatte ich ja mal irgendwie mal... Ich weiß es nicht. Wenn es denn geguckt wird... Es ist, glaube ich, schon on. Ja, genau. Bitte schreibt mir, ob ich da was verbockt habe bei dem Sklavenhändler. So, genauso ist es nämlich mit Spikey. Loskommen? Nee. Das will ich ja nicht machen. Das will ich ja nicht machen. Wenn es hier keine Sklavenjägerhunde gibt, dann müsste ich noch mal ins Logbuch gucken. Weil, ne, die entflohenen Sklaven Chuck Morris und Chuck Norris und so weiter, die Hunde werden sich alle wahrscheinlich irgendwo in der Oase von Uga befinden. Habe ich alles abgesucht, ist nichts. Stopp. Es geht ja auch um Tamara und ihren Vater, dass ich da mal hingehe. Und zwar unter dem Punkt Vertrauensbeweis. Jo, Nomadenlager befindet sich in den Bergen. Und zwar muss ich zunächst wieder zur Höhle, zur Küste von Barant, die zur Küste von Barant führt. Danach muss ich mich immer rechts halten, bis ich eine Leiter finde, die in die Berge führt. Dort soll ich dann sich das Lager dann befinden. Das wird ja eine lustige Fahrt. Das heißt also, wo ist denn mein Teleport? Küstenhöhle von Patara. Das ist dann die 8. Nee, Quatsch. Moment, ja, die 5 ist es. Oh, da war ich schon lange nicht mehr. Mal schauen. Der Torwächter. Okay. So, hier bin ich. Gucke ich nochmal nach. Danach muss ich mich immer rechts halten, bis ich eine Leiter finde, die in die Berge führt. Dort soll sich dann das Lager befinden. Also immer rechts halten. Das werden wir jetzt auch machen. Alter. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Leiter. Wie war denn das mit den Fleischkeulen? Das sind alles so Sachen. Das wird langsam viel, ne? Mit den Quests. Aber wir haben ein Logbuch. Aber das mit dem Vertrauensbeweis, das finde ich natürlich als eins der wichtigsten, finde ich. Also ich halte mich jetzt immer schön rechts. So, bis ich eine Leiter finde, die bis in die Berge führt. Aber hier komme ich nicht weiter. Uff, toll. Vielleicht muss ich ja hier irgendwie noch rum. Oh, das glaube ich gar nicht. Immer rechts halten, bis eine Leiter kommt. Ah, hier ist noch eine Küste. Nee, Quatsch. Also ich werde das mal jetzt mal überspringen und dann mal Report berichten, ob ich hier irgendwo, indem ich mich immer rechts halte, eine Leiter befindet. Sich eine Leiter befindet. Zwischeninfo, jetzt bin ich so weit um Varant geschwommen, bis sich dann hier noch so eine leichte... Lansange, ach du liebes bisschen, im Feuerwaran befindet, speichern. Puh, vielleicht ist es ja nur einer und vielleicht ist es ja auch schon der Hinweis, dass ich hier weiterkommen könnte. Zu irgendwas weiß ich jetzt nicht, aber so eine Leiter sehe ich aus der Entfernung nicht. Komm, 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 wir machen dich jetzt mal ganz schnell alle. Ah, Mann.
Fällt mir ein, ich habe ja noch ein Buch der Erkenntnis. Ich muss mal eben suchen, wo das ist. Also, hier ist es. Buch des Wissens. So. Verstehe. Das, nicht, dass ich das vergesse und dass es keinen Eintrag gibt ins Tagebuch. Jetzt haben wir wieder eine Truhe. Und ich werde natürlich hier wieder aufschreiben. Ja, das hört sich gut an. Okay. 45 Jolt. Schön. Auch das haben wir erledigt. Speichere ich mal ab kurz. Dann hat sich ja das trotzdem ein bisschen gelohnt, dass ich immer rumgeschwommen bin. Vielleicht gibt es ja noch mehr Überraschungen. Deswegen stürze ich mich in die Fluten und schwimme. Hallo? Weiter. Okay, jetzt bin ich an eine Stelle angekommen, da geht es nicht weiter. Also da ist irgendeine unsichtbare Mauer. Gut, dann werde ich mich wieder zurückflashen. Wenn es die Küstenhöhle nicht war bei Patara, dann vielleicht die Küste von hier irgendwie. Hier ist ja mein Ernst. Und dann immer rechts halten. Also hier rechts halten oder da. Das kommt immer drauf an, wie man sieht, ne? Also da kann ich es mir nicht vorstellen. Und hier kenne ich den Weg. Oder ich habe eine Leiter übersehen. Ich check das mal im Off. So, jetzt habe ich mich mal wieder hierhin teleportiert und natürlich den Fehler gemacht. Da komme ich ja wieder nach Patara, aber ich muss ja Richtung... wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Danach muss ich mich immer rechts halten, bis ich eine Leiter finde. Moment mal, muss ich bis wieder zur Höhle zur Küste von Varan führt? Ja, weiß ich jetzt nicht. Trotzdem aber... Ich werde jetzt in die entgegengesetzte Richtung gehen und schauen, ob wir hier, jetzt kommen wieder diese komischen Teile da, diese Brücken und ob ich hier was finde. Und bis dahin schalte ich mich wieder ein. Ich habe mich immer rechts gehalten, jetzt werde ich mich auch wieder rechts halten. Und wir erkennen hier diese unheimliche Burgruine da, wo ich doch mit dem einen Ork gekämpft habe, der hier auch irgendwo da hinten stehen gestanden hat. So, immer rechts halten, immer rechts halten. Ich halte mich jetzt rechts. Mal gucken. Ja, jetzt bin ich hier bei diesen... weiß ich nicht, waren das jetzt auch Nomaden oder Wüstenräubertjes? Da war ich ja schon mal. Die hatte ich alle beim Schlafen gekillt. Ich finde einfach das Nomadenlager von Said nicht. Und ich weiß nicht, ich bin echt auf eure Hilfe angewiesen. Und dann habe ich mir mal gedacht, geh mal woanders hin, fetze mal woanders hin. Auch zu Nomaden. Und zwar zum Belia-Turm. Denn da kann ich mich nämlich noch gut an Einträge von euch erinnern. Und zwar ging es ja darum... Moment mal, bin ich denen eigentlich freundlich gesonnen noch in dieser neuen Rüstung? Alles klar. Hey, du da! Halte dich bloß vom Gefängnis fern. Weiß Jeder, ich. Der dem Gefangenen zu nahe kommt, betrachten wir ohne Ausnahme als Feind. Weiß ich. So, da war ja nämlich dahinter, war nämlich noch so eine Art Nomadenlager. Da werde ich mich jetzt gleich mal dahin begeben und vorher natürlich die Paladin-Rüstung anziehen. Weil die hatten mich ja vorher gesehen. Das war ja... Muss ich erstmal wieder rauskommen. Oh, sorry. So. Zack. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an, denn irgendwo da hinten war so eine... Ja, da ist so eine Waldböschung. Richtig. Genau. Dann war mal ein bisschen rum. Okay, hier kann ich runterspringen und dann werde ich mich an den Rand des Waldes da hinten begeben, wo schon die erste Nomade grün gezeichnet mir entgegenwirkt. Das wäre dann hier und auch die Paladin-Rüstung habe ich angezogen. Ich hatte ja mit der Adeptenrobe ja kein, seht ihr, kein Glück gehabt. Da ist schon die erste Nomade. Ich würde gerne wissen. So, würdest du das gerne? Und wenn ich es dir nicht verraten will? Was dann? Mach ich dir volles und aus dem Maul. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie erstmal scouten. Ah, jetzt Wüsten. Oh, ich bin gleich in der Nähe Wüsten ran. Oh, da kommen aber viele an. Ein bisschen näher rangehen. Dann treffen wir auch welche. Das ist ein Haufen.
Wie viele sind es denn noch? Ja, die anderen sind wahrscheinlich... Okay. Ich glaube, dann haben wir es, ne? Gut, dann loote ich das mal im Off. Da hinten sind auch noch welche. Die kill ich auch mal eben im Off, ne? Das sind da garantiert ganz viele. Naja, es waren ja nur drei. Jetzt sehe ich da hinten ein Feuerchen. Und gucken wir mal, wen wir da erwarten. Aha, Aram. Also, war mir klar, dass es hier natürlich kein Said gibt. Weil sonst würde ja in einem Logbucheintrag stehen, dann beamst du dich zum Teleport, Belia-Turm und dann dahinter Isis. Dann sprechen wir mal mit Haram. Hallo, mein Name ist Roland. Und mein Name ist Haram. Was willst du von mir, Fremder? Wer seid ihr? Wir sind Nomaden und gehören zu Saids Sippe. Aha. Unser Lager findest du auf der anderen Seite dieser Berge. Was macht ihr hier? Sprich mit Amir darüber. Er ist unser Anführer. Na, also das ist ja so ein kleiner Hinweis. Und Haram, wie sieht es aus? Ruhig. Vielleicht viel zu ruhig. In der Wüste weiß man nie, was im nächsten Moment passieren kann. Gut, aber ich habe noch was gehört. Ein Hund oder sowas? Ach, das hat... Ah, ein Gezähmter wahrscheinlich. Ajax, hallo Ajax. Oh, wollte dir ein Stück Fleisch geben. Naja, dann nicht. Wen haben wir denn hier? Hier ist auch nur Nomade. Und da ist Amir. Hey, hey, dreh dich mal um. Halt, Fremder. Sag sofort, wer du bist, sonst wirst du Bekanntschaft mit meinem Schwert machen. Na, das ist ja hier eine tolle Begrüßung. Seid ihr Nomaden etwa immer so drauf? Wären wir in unserem Dorf, würde ich dich anders begrüßen. Aber hier in der Wüste muss man vorsichtig sein. Nervös? Wie man es nimmt. Also, was ist? Sagst du mir endlich, wer du bist, oder muss ich mit meiner Drohung ernst machen? Jetzt bleib mal friedlich. Wenn ich euer Feind wäre, würde ich mich wohl ganz anders verhalten, oder? Kann schon sein. Also, wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich bin ein Kämpfer König Robas und stamme ursprünglich von der Insel Korinnes. So, ein Kämpfer des Königs von Myrtana. Und wer garantiert mir, dass du die Wahrheit sagst? Niemand. Doch ich gebe dir, bei Innos und bei Adanos, mein Wort, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Ich bin ein Feind der Assassinen. Du kannst also dein Schwert ruhig wieder einstecken. Nun gut, Fremder. Ich schenke deinen Worten Glauben. Ich heiße Amir. Sei willkommen bei uns. Ich bin zwar kein besonders guter Freund deines Königs, da er sich anmaßt, der Herrscher über Baran zu sein, aber immerhin ist dein Feind der Assassinen, die bei weitem schlimmer sind als er. Tja. Es ist ja so, es steht ja im Logbuch drin, weil das sind ja Nomaden und im Logbuch, stopp, im Logbuch stehen wichtig für die Nomaden Weg des Assassinen. Wichtig für die Nomaden, ich habe Lord Baldwin mitgeteilt, dass man mich nicht nach Ashtot lässt. So, und zwar steht hier, es gibt nämlich zwei Wege, einmal den Gewaltlosen und einen den nicht so Gewaltlosen. Also das werde ich nochmal eben überspringen, so wie ich das verstanden habe, keine Aufgaben von den Nomaden annehmen, wenn du für die Assassinen gerade eben erkundest. Das tue ich ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also, das ist völlig offen für mich. Was macht ihr hier? Wir sind auf der Jagd nach Fellen und haben sonst noch etwas zu erledigen. Leider aber müssen wir sehr vorsichtig sein, da es hier überall von Assassinen wimmelt. Siehst du nicht den großen Wachturm dort drüben? Die Assassinen nennen ihn den Belia-Turm. Er kontrolliert den Weg, der zum Tal von Ashtot führt. Tag und Nacht wachen die Assassinen im Turm darüber, dass ihre Handelskarawanen sicher zum Pass, nach Uga oder nach Ashtot kommen. Wenn man die Wachmannschaft doch irgendwie ausschalten könnte, dann... Was dann? Na was schon, dann könnten meine Leute den Turm besetzen. Tartaron würde platzen, wenn er davon Wind bekäme. Ja, ich frage erstmal nach den Fellen. Was für Felle sucht ihr? Felle von Löwen und Rollen. Leider aber können wir uns wegen der Assassinen hier nicht frei bewegen. Kann ich euch bei der Jagd helfen? Was verlangst du denn für deine Hilfe? Gibst du mir Gold? Tut mir leid. Wir Nomaden besitzen nicht viel Gold. Was kannst du mir noch geben? Nun, ich könnte dich in Stärke und Geschicke ausbilden. Außerdem könnte ich dir noch einen Ring geben, der deine Geschicklichkeit steigert. Wie viel Felle brauchst du? 5 Löwenfelle und 1 Treufell dürften reichen. So, wäre das jetzt eine Quest, die ich schon...
für die Nomaden mache, damit ich bei den Assassinen versage. Ich bin völlig überfordert. Ich habe bereit erklärt, für Armin auf die Jagd zu gehen. Er braucht 5 Löwenblub und Blätrollfälle. Und außerdem kann er mir einen Ring geben, hey, der die Geschicklichkeit steigert. So, hier hast du deine Fälle. Mache ich erstmal noch nicht. Da muss ich erstmal total safe sein. Warum greift er die Assassinen im Turm nicht einfach an? Weil wir nicht verrückt sind. Das sind 12 Mann und wir sind nur die Hälfte von ihnen. Zudem ist der Turm gut befestigt. Wir hätten gar keine Chance, uns ungesehen an ihn heranzuschleichen. Die Pfeile der Assassinen würden uns schon treffen, bevor wir im Turm wären. Und dann werden sie noch von Malik angeführt. Ein ganz harter Brocken, sage ich dir. Was ist mit diesem Malik? Malik ist ein Elitekämpfer der Assassinen. Ein sogenannter Belia-Kämpfer. Gegen den haben wir nicht die geringste Chance. Deshalb können wir es vergessen, den Turm in unseren Besitz zu nehmen. Aber ohne Ymir werden wir die Gegend hier nicht verlassen. Okay, also da gebe ich ihm noch nichts und gucken wir mal eben nochmal zusätzlich den Logbucheintrag an. Wichtig für die Nomaden. Ymir würde gerne den Wachturm der Assassinen, den sogenannten Belia-Turm, erobern. Ich könnte ihm helfen, werde dies aber erst tun, wenn ich die Geheimnisse im Tempel von Ashtot gelüftet habe. Denn das ist immer wichtig. Ist es denn jetzt falsch, ihm schon die 5 Fälle zu geben und ein Trollfell? Also, ich wage es mal. Ich mache es mal. Hier hast du deine Fälle. Du bist ein großer Jäger, Fremder. Hier hast du den versprochenen Ring. Wenn du willst, kann ich dich jetzt jederzeit in Stärke und Geschick ausbilden. Ich glaube, das ist nicht so schlimm gewesen. Ja, und im Logbuch steht bestimmt eine erfüllte Mission, richtig, auch gut, perfekt. Suchen wir mal weiter nach jemandem, der eventuell für mich was machen könnte. Wer bist denn du? Du bist ein Nomade. Da hinten steht noch einer. Hier steht auch noch einer, auch nur Nomade. Und den haben wir hier auch noch, einen Nomade. Was gibt es denn sonst noch hier im Feld? Ja, hier kommen wir wieder den Kreis zurück. Aber kann ich hier was finden an Kräutertjes? Oder vielleicht gibt es eine Seitenhöhle? Ja, ich bin ein bisschen demotiviert. Ja, okay, der ist unsichtbar. Dafür brauchen wir nicht einen Quarken. Stopp, hier ist was. Hey, hier geht's irgendwo rein. Dann machen wir mal Licht, ne? Okay. Ja, ich weiß. Okay, da hinten kann was sein. Dunkelpilz. Butlerfleisch. Ist denn da wer? Da sah das nur so aus. Nein, da ist niemand. Ja, Vorsicht, gucken. Moment mal, hat er nicht gesagt, andere Seite, Sippe von Said, die du in der anderen Seite findest? Oh, Löwe, ahahaha. Naja, vielleicht schaffe ich das mit dem Feuerpfeil. Da noch mehr? Doch, da hinten sind noch mehr. Es sind eine ganze Menge. Oh weia. Okay, bisschen Abstand fahren. Ah, toll. Ja, da sind wieder so ganz hartnäckige Löwen und Löwinnen. Oh, ich darf auch nicht zu nah rankommen. Toll. Klar. Ja, okay, ich habe ja noch 2 Unwetter. Die Fackel ist weg beim Neuladen und jetzt werde ich mal schnell zusehen, dass ich hier diese Löwenbande mal wegkriege. Ich hoffe, dass das klappt. Wenn ich hier auf der richtigen Richtung bin, zu Seid Sippe, also die haben wir eben getroffen. Alter, das ist eine riesen Bodenhöhle hier. Okay, oh, noch mehr. Shit. Mann. Okay, da ist wer hingefallen. Oh, da sind noch zu viele hinter mir her.
Das ist jetzt doof und die sind fix. Was mache ich denn bloß? Ach, hilf mir mal! Ah, die kommen gar nicht raus. Tja, da bin ich ja mal gespannt. Oh, jetzt ist schon fast wieder an der Zeit, gute Nacht zu sagen. Wo sind sie? Okay, da ist noch einer. Oh, der ist angeschlagen. Das ist gut. Vielleicht kann ich den herauslocken so ein bisschen. Na komm. Na, noch einer ganz knapp dahinter. Okay, wenn der schon so angeschlagen ist, dann haben wir da eine Chance, den mit dem Säbelchen ein bisschen besser und schneller. Ja, los, in die Flanke. Roland, in die Flanke von dem Löwen. Richtig. So, da hinten war ja auch noch einer. Speichern. Ja, ach, das sind gleich zwei. Die sieht man so im Dunkeln nicht, sorry. Da muss ich es halt eben vorsichtiger trennen. Okay, 1, 2, 3. Ich werde die mal im Off nehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob er hier auch voll fett was abbekommen hat. Kann ich nur hoffen. Kann ich echt nur hoffen, ja. Hatze, 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 Hatze. Mein Gott. Super, okay. Die anderen werde ich im Off machen, damit wir ein bisschen in der Zeit hinkommen und ich will wissen, wo wir hinkommen, ne? Gut, dass die restlichen Löwen auch sehr viel eingebüßt haben an Leben. Kann ich dann halt eben... Oh. Da sind doch noch mehr. Okay. Also muss ich mich mal noch ein bisschen weiter vorwagen und weitermachen. Bis nachher, wenn alle weg sind da hinten. Ja, jetzt auch die letzte Löwin oder den Löwe erlegt. Und jetzt gucken wir mal, wo es da hinten holen. Weiter geht's. Denn das wollte ich noch... Ja. Sackgasse. Liebe Leute, danke für eure geduldige Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Gebt mir einen Kommentar und einen Daumen. Ach ja, ciao.